Hallo zusammen, schönen guten Mittag. Freut mich, dass so viele schon kurz nach dem Essen hier hochgeschafft haben. Thema heute: Verschlafen deutsche Unternehmen Marketing Automation. Einige, die verschlafen, die sind alle, die draußen sind. Ihr habt das Glück, heute ein bisschen was Neues zu lernen zu dem Thema. Wer von euch ist im Marketingbereich tätig im Unternehmen? Hände hoch. Wer ist eher technisch und hat mit Marketing nichts zu tun? Okay. Was, die Leute, die beides machen müssen? Ja, wer muss beides machen? Spannend. Also, nur kurz zu mir. Ralf Hug, 20 Jahre jetzt im Marketingbereich, von Haus aus eher betriebswirtschaftlich, also Diplomkaufmann mit technischer Affinität. Das sind ein paar Stationen meiner Wenigkeit in den letzten 20 Jahren. 16 Jahre davon war ich in den USA tätig und habe da das Thema Marketing Automation so ein bisschen rübergenommen. Bin jetzt wieder 2 Jahre hier in Deutschland und habe so eine Marketing Consulting Software Agentur Geschichte hier am Laufen. Und darüber werde ich jetzt heute referieren, so ein bisschen Kontext schaffen. Was sind so die Herausforderungen vor allem von kleinen und mittleren Unternehmen? Da gehören natürlich auch Agenturen dazu und die Unternehmen in verschiedenen Branchen. Manche sind natürlich affiner zu dem Thema Marketing Automation. Manche werden noch ein bisschen im Dornröschenschlaf sein. In der Broschürenzusammenfassung habe ich so ein bisschen ein Thema erwähnt, dass Deutschland doch noch viele Jahre dem Thema hinterherhinkt. Es gibt so Statistiken, dass nur so ungefähr ein Drittel der deutschen Unternehmen schon in dem Thema, sag mal, aktiv sind. Und das sind dann vor allem, sag mal, die größeren Enterprise, globale Firmen mit Affinität Richtung Inbound Marketing und so weiter. In USA oder Anglo-Sachsen-Bereich sind die Penetrationen bei weitem höher. 70-80% der Unternehmen haben Lösungen. Aber was so allgemein so im Kaufprozess stattfindet, ist, dass das Käuferverhalten sich stark verändert hat. Und auch unter dem Thema Digitalisierung viele neue Marketinginstrumente eben zur Verfügung stehen, wo die kleineren Unternehmen vor allem dann auch Schwierigkeiten damit haben. Das geht natürlich dann über Webseiten und so weiter weit hinaus, soziale Medien und dann Instrumente, die ich jetzt heute auch so ein bisschen erklären will. Viele Unternehmen haben Probleme, neue Kunden zu akquirieren. Wir haben eher so ein Bestandskundenmanagement, also Thema Lead-Management. Was machen Unternehmen in dem Bereich? Da werden wir heute drauf eingehen. Der Verkaufsprozess, vor allem auch im B2B-Bereich, wird länger. Es dauert länger, die Kunden abzuschließen. Da sind so Stichpunkte Lead-Nurturing, Lead-Pflege. Wie macht man das von der Erstkonvertierung, zum Beispiel von der E-Mail-Adresse zur Kundenkonvertierung? Da werde ich drauf eingehen heute. Und dann generell die Herausforderung, was die neuen Medien, digitalen Marketinginstrumente betrifft, gibt es ziemlich starke Herausforderungen. Und last but not least, Ressourcen, Budget, Zeit ist immer ein Thema für kleine Unternehmen. Das schreit dann Richtung, wir brauchen ein besseres Marketing, ein integrierteres, ein effektiveres und vor allem auch ein messbares Marketing. Und um in die Problemstellung ein bisschen einzugehen, habe ich so ein paar Themen, vielleicht ein bisschen provokant hier und da, vielleicht normale Fragen, aber mal Handy hoch, wer macht gerne Kaltakquise von euch? Sehe ich jetzt keine. Wer muss Kaltakquise machen? Wer muss noch ein Telefonhörer in die Hand nehmen und Kunden anrufen? Was ist das für ein Gefühl? Scheiße. Wäre es nicht besser, einzigartige Inhalte, Contents praktisch herzustellen, anstatt die Kunden dann auch ständig zu nerven, also gefunden zu werden? Und das sind die neueren Themen. Wer schon mal von Inbound-Marketing gehört hat, Hände hoch. Ja, wenig. Das ist ein Thema, wo ich heute ein Framework drüber lege und Marketing-Automatisierung basiert praktisch auf dem Thema. Webseitenoptimierung, SEO, da ist ja jeder wahrscheinlich drin von euch. Webentwicklung, da ist jeder drin. Suchmaschinenoptimierung, also die Themen sind dann praktisch
neuer, moderner und vielleicht auch dann effektiver, wenn man sie dann auch messbarer machen kann, statt die traditionelle Outbound-Marketing-Geschichte, die Kaltakquise sozusagen. Wer von euch kann sagen, euer Marketing ist effektiv oder das Marketing eurer Kunden ist effektiv und auch noch messbar? Ist Marketing messbar? Generell kommt auf die Form an, ja. Okay, wer sagt, Marketing ist nicht messbar? Sagt bedingt. Bedingt. Ja, es gibt natürlich Zahlen, aber die zu interpretieren ist ja die Frage, ja. Ob nach einer Marketingaktion bei Google die Zahlen auf der Website sozusagen nach oben schnell, da kann man davon ausgehen, dass es mit der Aktion zusammenhängt, aber hundertprozentig ist es natürlich auch da nicht. Genau, wäre es nicht schön, den Interessenten, der reinkommt und den Umsatz, den er nachher generiert, die Verbindung herzustellen und den wirklichen Return on Investment dadurch messen zu können. Also das ist so Stufe 9, 10 von Marketing-Automatisierung, dass das so möglich wäre. Natürlich, die meisten Firmen haben schon Probleme, Stufe 2, 3, 4 zu erklimmen in dem Sinn. Aber es gibt hier einen amerikanischen Typen da, einen Kaufmann, der hat gesagt, half the money I spend on advertising is wasted, the trouble is I don't know which half. Und ich glaube, das trifft für viele Unternehmen zu, die mit Marketingbudgets jonglieren. Also hier gibt es solche Möglichkeiten über Marketing-Automatisierung oder Automation, Kennzahlensysteme einzurichten in den Systemen und dann natürlich solche Dinge wie Lead-Attribution-Modelle, die ihr vielleicht aus Google kennt, und Marketing-Richtung Profit-Center, nicht nur als Kosten-Center dann auch zu sehen. Weiteres Thema in dem Bereich ist vielleicht eher für größere Unternehmen, die ein Vertriebsteam und ein Marketingteam haben. Wie arbeiten die zwei denn zusammen? Die Szenarien sind, der Vertrieb jammert, Marketingkampagnen sind ineffektiv und generieren keine neuen Interessenten. Und Marketing jammert, der Vertrieb schließt nichts ab und Marketing generiert all diese nutzlosen Leads. Besser wäre doch, das Marketing kreiert qualifizierte Leads, basierend auf einer Käuferpersona, mit einem Service Level Agreement zwischen Vertrieb und Marketing, wie man die Leads dann auch qualifiziert. Und der Vertrieb schließt dann die hochqualifizierten, die warmen oder heißen Leads dann wirklich ab und generiert dann den Umsatz. Das wäre so das Idealszenario. Findet natürlich recht wenig statt. Wer denkt, er ist auf Stufe 9, 10 in dem Bereich Marketing, Vertrieb, bei den Kunden oder bei den eigenen Projekten? Hände hoch, keiner. Wer ist eher so im unteren Drittel? Probleme? Mittel vielleicht. Ja. Okay, dann noch, ich habe noch zwei so Problemfälle, Use Cases. Jeder ist im Eventbereich, Webinare, Seminare, Messen, Organisation. Und das war mal ein Live-Image, das ich gemacht habe auf einer Münchner Konferenz. Die zwei Herren, die da auf dem Booth sind, haben sich mit allem beschäftigt, nur nicht mit dem Kunden oder mit den potenziellen Interessenten. Also die Frage ist, generieren die Leads und nach der Messe machen sie ein Follow-up? Vor der Messe machen sie eine Einladung? Was machen sie vor der Messe, was machen sie während der Messe, was machen sie nach der Messe? Da kommen die Dinge wieder rein, Lead-Management, Marketing-Automation, Landing-Pages, E-Mail-Marketing, Kampagnen-Workflows oder Abläufpläne und so weiter. Dann nochmal ein simpleres Beispiel. Jeder hat auch die Joomla-E-Mail bekommen. Da war auch so ein bisschen CC, ein bisschen BCC dabei. Also viele machen noch E-Mail-Kampagnen, Newsletters über Outlook, haben eigentlich keine Messbarkeit, wer öffnet die E-Mail, wer klickt auf welche Links. Einige haben vielleicht Mailchimp oder andere E-Mail-Provider implementiert. Jemand davon, von der Sorte, ein paar. Wer hat professionelle E-Mail oder wer sendet noch E-Mail so über Outlook und andere Tools? Will jetzt keiner zugeben, aber es findet statt. Also, da ist das Thema E-Mail-Marketing, E-Mail-Workflows, Trip-Kampagnen oder Lead-Nurturing-Kampagnen und andere Dinge, Doppel-Opt-In-Verfahren, was die rechtliche Seite betrifft. Und Trigger-Kampagnen habe ich noch vergessen, da gehe ich so ein bisschen drauf hin.
Und jetzt last but not least, dass wir auch ein bisschen Webseiten im Fokus haben. Die meisten Webentwickler bauen super attraktive Webseiten, aber wenn es dann um die Kundenkonvertierung geht, gibt es ja auch Statistiken, dass 98% der Leute, die verlassen ja die Webseite wieder, ohne irgendwie einen Fingerabdruck zu hinterlassen. Da ist die Frage, wie kann man Webseiten effektiver gestalten? Wie kann man den Interessenten erstmal, ich nenne es Mikro-konvertieren, mit einer E-Mail-Adresse zu erfassen oder ein Social Handle oder eine Mobiltelefonnummer und dann den zu pflegen und danach dann zum Kunden zu konvertieren, also die Effektivität, die Messbarkeit da reinzubringen, da werden wir drüber reden. Und da sind die Themen Inbound Marketing, Suchmaschinenmarketing, Lead-Magneten zur Verfügung zu stellen, um die Leute anzuziehen. Was sind Lead-Magneten? Das sind solche Dinge wie White Papers, Promotions und so weiter, um praktisch die Leute zu konvertieren und natürlich Webseitenoptimierung. Also, jetzt kommen wir der Sache ein bisschen näher. Es gibt einen neuen Weg oder man kann den alten Trott weiter verfolgen. Und Marketing Automation, um da ein bisschen so eine Definition, die habe ich so ein bisschen selber so kreiert von meiner Erfahrung aus, aber generell sind es Interessenten und da schon mal ein Stichwort Buyer Persona oder Zielgruppe im alten Deutschen noch und Kunden mit Hilfe einer Marketing Cloud, also Software-Plattform durch die verschiedenen Kaufphasen. Das ist das AIDA-Konzept, Attention, Interest, Desire, Action, also den Kaufabschluss, zu begleiten. Stichpunkt hier ist das Lead Nurturing, das Lead Scoring von den Kunden, wie man sie durch den Sales Funnel durchbetreut, um somit die Effektivität, die Messbarkeit der Marketinginstrumente und der Marketingvertriebsprozesse zu optimieren. Alles klar? Ich werde es dann mal noch zeigen in der Software. Hier noch ein paar so Vorteile, wie man dann, sagen wir mal, konsistentere Marketingkampagnen dann auch kreieren kann, wie man die Effektivität, Messbarkeit erhöhen kann, auch die Produktivität, was die Mitarbeiter betrifft, mehr leisten kann, weil der Tag hat nur 8 bis 10, 12 Stunden. Personalisierung ist natürlich ein großes Thema im Bereich Marketing-Automatisierung, vor allem im E-Mail-Bereich. Aber auch im neudeutschen Account-Based-Marketing-Bereich. Omnikanal-Kampagnen zu steuern über die Workflows und die Instrumente zusammenzubringen, die Vielzahl der Daten, um Profile aufzubauen. Time-to-Market braucht dann nicht mehr so lange, um praktisch eine Kampagne zu starten, wenn man viele Vorlagen, Templates dann schon hat. Die Webseite, die Landing-Pages zu kreieren, das kann dann schon relativ zügig und schnell dann gehen und man hat dann viel mehr Flexibilität. Natürlich braucht man also ein bisschen einen Prozess dafür und das ist der Inbound-Marketing-Prozess. Wer HubSpot kennt, die sind so ein bisschen die Content-Marktführer in dem Bereich Inbound-Marketing. Bücher geschrieben, super Webseiten, super Training-Möglichkeiten. Und es ist so ein bisschen der verdeutschte Prozess, den ich so ein bisschen adaptiert und kreiert habe. Aber es geht hier, wenn man jetzt die Webseite so als Drehscheibe hier sieht, als zentrales Element, wie ziehe ich die Leute an, wie konvertiere ich sie, wie schließe ich einen Kunden ab und wie binde ich den Kunden dann langfristig. Also Akquisition und Bindung ist da dabei. Und dann sind es die verschiedenen Stages, die ein Kunde durchläuft. Am Anfang ist er anonym, unbekannt. Besuche die Webseite, da habe ich vielleicht die IP-Adresse, aber jetzt brauche ich mehr. Jetzt brauche ich Infos, da brauche ich die Lead-Magneten, den Apfel, um das Pferd anzuziehen und nicht, oder den Magneten, um den Kunden anzuziehen. Sprich, der Webauftritt, die Content, Suchmaschinenmarketing, die sozialen Medien, ich sage, die Autobahnzubringer und die Autobahn ist dann praktisch die Webseite. Beim Konvertieren kommen solche Sachen, solche Elemente rein, wie die Call to Actions, die Magneten, die Landing Pages, die Webformulare, um die Profile aufzubauen der Kunden und später dann im Abschließenbereich, das ist das Lead Nurturing, da kommt dann eine Automatisierungsplattform oder CRM-System kommen da rein, E-Mail Workflows, Trip- und Trigger-Kampagnen und so weiter.
Und später dann, nach dem Abschluss, will ich natürlich die Kunden binden, zum Wiederkauf animieren, zum Mehrkauf und zur Weiterempfehlung. Und da kommen dann auch wieder verschiedene Marketinginstrumente zum Zug. Das ist so ein bisschen die Basis für die Cloud-Plattform on top. Dann ein bisschen eine andere Sichtweise ist, das im Sales Funnel anzuschauen, wo man dann oben die Kontakte oder die Interessenten reinbekommt und natürlich auch über die Marketinginstrumente die Kontakte anzieht, Aufmerksamkeit schafft, Interesse verlangen Richtung Produkt, Firma, Brand, Marke und dann zum Kauf konvertiert und dann langfristig bindet. Wenn man jetzt da wieder drüber legt, das sind die Interessenten, das sind die Marketing-Qualifizierten, das sind die Sales-qualifizierten Leads, das sind die Opportunities, die sind jetzt im Angebot, in der Angebotsphase. Der obere Teil ist mehr Marketing, der untere Teil ist dann mehr der Vertrieb. Da sind wieder die Schnittstellengeschichten drinnen. Und dann rechts hier sieht man jetzt die Contents, die notwendig sind, um in der jeweiligen Phase die relevanten Contents dann auch zur Verfügung zu stellen. Sprich, zum Anziehen von Besuchern oder der Buyer-Persona sind eben verschiedene Instrumente wie Blogs oder können auch Ads sein auf AdWords oder andere Dinge, um die Leute auf die Webseite zu bringen, Suchmaschinenoptimierung, soziale Medien. Später dann den Anreiz zu schaffen, um praktisch die Mikrokonvertierung zu schaffen, um den aus dem anonymen Status rauszubringen. Dann zu pflegen, durch personalisierte, relevante Inhalte, natürlich auch industriespezifisch, kundenspezifisch und personenspezifisch. Und dann auch die ganzen, sagen wir mal, im ganzen Kaufkonsortium oder Buying Center, wie ich die Messages da auch nochmal personalisiere, wenn es ein Kauf ist aus dem Buying Center raus. Und dann die anderen Dinge, wie jetzt Kundenbindung, ich habe es vorhin auch schon erwähnt. Also das sind die zwei Frameworks und jetzt können wir mal in die Marketing-Automatisierung ein paar Use Cases mal kurz anschauen. Also ich stelle mal kurz eine Plattform vor, das ist die Shifu Cloud, und danach mal ein paar spezifische Use Cases. Wie mache ich jetzt das? Kurz hier rein. Also das ist jetzt mal so eine Cloud, relativ aufgeräumt, simpel und ist ähnlich dann im oberen Teil wie ein CRM-System. Da kann man Kontakte anlegen, Firmen anlegen, Segmente oder Listen anlegen, zum Beispiel um so ein Doppel-Opt-In abzubilden, um eine spezifische Kampagne für ein spezifisches Segment zu selektieren. Dann habe ich hier zum Beispiel Komponenten, da kann ich White Papers bei Assets hochladen, Formulare kreieren. Da können wir mal kurz rein, zum Beispiel ja, so ein E-Book mal herunterzuladen, kreiere ich hier einfach ein Formular, ähnlich wie jetzt in Joomla. Und das Formular ersetzt dann die Komponente in Joomla, damit die ganzen Leads dann auch sag mal, in die Plattform hier reingehen, damit ich dann das ganze Lead-Management, die Qualifizierung, das Nurturing aus dem Kampagnenmanager dann hier machen könnte. Also es ist auch relativ simpel, wie man das so machen könnte. Internet ist nicht super schnell, aber da lege ich so ein paar Felder an. Ist relativ, sag mal, intuitiv. Verbinde sich hier zum Beispiel mit der Datenbank, mache noch ein bisschen Validierung. Selektiere hier noch, dadurch, dass jetzt so ein Radio-Button-Konzept ist. Und dann natürlich interessant sind dann Aktionen, die ich dann hier starten könnte. Eine E-Mail zum Beispiel direkt an den Kunden zu versenden, der jetzt ein Formular ausgefüllt hat. Das ist jetzt so ein Marketingprozess, der hier abgebildet wird. Oder den Lead an die jeweilige Stelle im Vertrieb oder im Marketing zu versenden. Da kann ich verschiedene Aktionen dann steuern, was mit dem Formular Content, Inhalt dann passieren sollte. Und hier sind zum Beispiel die ganzen Formularinhalte, die dann praktisch eine E-Mail-Adresse im Sales-Team oder im Marketing-Team versendet werden und vielleicht ein paar Nachrichten oder so.
Aber würde da noch zig andere Möglichkeiten geben, was man da alles so machen kann. Zum Beispiel auch in spezifische Kampagnen zu legen, spezifische Segmente abzulegen und so weiter und so fort. Spannend sind natürlich Kampagnen selbst in einer Marketing Automation Lösung. Da habe ich jetzt mal so eine Trip-Kampagne einfach mal übersetzt. Tropfenkampagne sind halt, wenn E-Mails tröpfelnd beim Kunden ankommen, über einen gewissen Zeitstrahl, zum Beispiel für eine Onboarding-Geschichte, für eine Nurturing-Geschichte, um Inhalte über einen Zeitstrahl von Wochen oder Monaten dann zu versenden und natürlich dann personalisiert und so weiter. Und das ist wirklich ein Kampagnen-Manager, da selektiere ich zum Beispiel hier eine Liste. Dauert alles ein bisschen, also eine Liste, die ich davor angelegt habe oder ein Segment, das ich angelegt habe. Dann kriegt das Segment, kriegt dann natürlich die E-Mail Nummer 1, dann kriege ich hier ein bisschen Performance Metrics, also wenn er die E-Mail öffnet, kriegt er mal 5 Punkte. Wenn er sie nicht öffnen würde, dann kommt er vielleicht ins Recycling rein oder kriegt man auch eine Erinnerungs-E-Mail zu der E-Mail. Also ich habe so ein bisschen die Messbarkeit dann drin. Nach 5 Tagen oder so kriegt er die zweite E-Mail oder je nachdem, wie die Kampagne auszuschauen hat. Und dann irgendwann kriegt er vielleicht eine dritte E-Mail. Und natürlich ist es relativ simpel gehalten, da kann man komplexere Dinge machen. Mal was Konkretes, so ein Doppel-Opt-in abzubilden, was da für Elemente zum Beispiel drin wären. Da habe ich zum Beispiel jetzt ein Sign-up-Formular für ein Newsletter. Dann lege ich den Kontakt erstmal in eine temporäre oder eine schwebende Liste oder ein Segment. Der Interessent bekommt dann eine Bestätigungs-E-Mail. In der Bestätigungs-E-Mail ist der Link. Und wenn er den Link geklickt hat, wird der Kontakt vom schwebenden Kontakt in bestätigenden Newsletter-Kontakt reingelegt, also vom Segment gewechselt. Und dann ist er praktisch in der Newsletter-Kampagne dann drin. Das sind so Prozesse, die über solche Kampagnenablaufpläne gesteuert werden können. Und dann gehen wir mal in eine E-Mail. Also es ist ein E-Mail-Builder hier drin. Hier habe ich schon mal ein paar so Demo-Dinge da angelegt. Also das ist alles eine Demo-Seite, das ist nicht meine Live-Seite, deswegen ist es ein bisschen unaufgeräumt hier. Aber mal hier so ein Newsletter-Template, habe ich da nicht viel gemacht, aber nur mal zu zeigen, wie das so ausschaut. Da gibt es ein paar vorgefertigte Templates, die man dann selektieren kann. Kann aber auch innerhalb der E-Mail noch Veränderungen vornehmen, einfach über Drag and Drop gewisse Dinge hier noch zufügen, damit man das so ein bisschen sieht. Oder hier den Text dann bearbeiten oder ein Logo bearbeiten und hochladen. Und so weiter und so fort. Interessant ist dann natürlich die Punktvergabe, wie zum Beispiel er lädt ein White Paper herunter oder schaut sich ein E-Book an oder er besucht eine spezifische Landingpage, die relativ weit unten ist im Sales Funnel, vielleicht eine Pricing-Seite. Da könnte ich jetzt Punkte vergeben für den Besuch, damit der im Sales Funnel Priorisierung bekommt. Und somit kann ich natürlich zwischen Marketing und Vertrieb auch die Leads besser qualifizieren, damit das Sales Team wirklich nur an den Leads arbeiten, die relevant sind zu dem Zeitpunkt. Hier ist eine Frage. Ja. Kann ich da auch Aktionen besuchen von bestimmten Webseiten? Also wenn es jetzt irgendwie auf dem Webauftritt eine Seite Preisübersicht gibt, darf er dann auch Punkte vergeben, dass er die Seite besucht hat? Das ist ja, das habe ich somit erklärt, ja. Also nur die eigene Domain. Ja. Wenn ich jetzt eine Pricing-Seite habe, www.irgendwas.com/preis, die Webseite ist eine Landing, könnte man sagen, ist eine Landingpage. Oder vielleicht gibt es noch eine Unterseite, hier so ein Basic Premium Package und da ist eine Landingpage dahinter.
dass ich die Seite dann priorisiere und gewisse Punktzahlen dann vergebe. Ja. Wenn der Kunde schon, sagen wir mal, identifiziert ist. Wie wird er identifiziert, wenn er die Seite besucht? Also er ist entweder anonym, dann weiß ich natürlich nicht, wer das ist. Oder er hat sich schon identifiziert durch eine Registrierung und hat schon die Datenschutzerklärung zugestimmt, dass personenbezogene Daten über ihn dann auch gesammelt werden und so weiter und so fort. Also durch einen Download von einem White Paper wird man identifiziert, durch einen Download von gewissen Elementen. Also ich brauche eine E-Mail-Adresse oder ein Social Handle oder eine Mobilfunknummer, um mit dem dann zu kommunizieren. Wenn er sich mal registriert hat und wieder auf die Seite kommt? Ja, dann ist er getrackt, sozusagen. Okay. Also durch Cookies und andere Elemente. Ja. Also das mal so, nur mal so als Beispiel. Dann gibt es noch die Stages, die man sich da jetzt, je nachdem wie komplex man so einen Ablauf innerhalb von Organisationen kreieren will. Also hier mal den Interessenten, qualifizierte Interessenten in der Angebotsphase oder er ist schon Kunde. Oder da könnte ich jetzt auch noch gewisse Kundensegmente aufdröseln, wenn ich ein gewisses Portfolio habe. Also könnte ich verschiedene Kaufphasen drin abbilden. Manche haben das relativ detailliert oder es könnte auch nur heiß, warm und kalt sein. Also je nachdem, wie intelligent man das aufsetzen will. Simple ist oftmals auch besser in dem Fall. Und natürlich durch die Punktvergabe kann man von einer Phase in die andere dann auch kommen. Okay, dann jetzt mal, das war jetzt nur mal so ein Überblick, wie überhaupt so eine Plattform auszuschauen hat. Und sag mal, viele Marketing-Automatisierungslösungen im Markt, die funktionieren ähnlich. Hier und da gibt es dann natürlich ein paar Unterschiede, vor allem auch sag mal, im Preisbereich. Aber was die meisten machen, sind so die Lead-Management-Funktionen, wo man dann hier praktisch die Segmente wieder hat und hier praktisch die Kaufphasen dann hat und hier wieder die Phasen so kreiert. Lead-Qualifizierung und Scoring, die ich schon erwähnt habe. Also ich will jetzt hier noch kurz durch über so ein paar Features, die Formulare, die Zielseiten zu kreieren. Also ich mache hier und da mal eine Zielseite innerhalb von der Shifu Cloud, aber meistens mache ich die Zielseite innerhalb von Joomla oder je nachdem WordPress oder andere Lösungen, weil da ist ja auch alles schon vorhanden, nur wird dann das Formular rein platziert. Die E-Mail-Marketing-Lösung ist natürlich einzigartig dann, also das ist schon mehr als ein MailChimp, was die Möglichkeiten hier betrifft, obwohl MailChimp und andere Lösungen auch so Richtung Workflows gehen. Aber hier ist alles integriert mit der Webseite, mit dem Kontaktmanagement, gibt auch dann APIs Richtung ein CRM-System, falls das eine größere Organisation ist und so weiter. Und wo sich Marketing-Automation-Lösungen so ein bisschen differenzieren, ist natürlich im Kampagnenplanungstool und auch welche Kanäle so ein bisschen integriert sind. Und das ist schon spannend für einen Marketeer, die Kampagnen so auszuplanen und einmal anzulegen und dann funktionieren die 100.000 Mal oder millionenfach unaufgefordert. Dashboards, Reports natürlich, wie viele Leads kreiere ich und wie ist die Kampagnen-Performance von meinen E-Mails, von meinen anderen Kampagnen, wie schaut mein Sales Funnel aus und so weiter und so fort. Und dann mal hier so ein paar Beispiele. Das ist jetzt eine Joomla-Webseite für einen Handwerker, also relativ sagen wir mal, im unteren Bereich vom KMU. Da haben wir eine Kampagne gemacht für ein Event. Also die machen Inhouse-Seminare und da haben wir mal drei, vier, fünf sagen wir mal, Marketingkanäle dann auch zusammengebracht. Also sprich die Webseite, ein Pop-up, gab es eine E-Mail-Kampagne, dann gab es eine Landingpage, dann gab es ein bisschen Facebook und gab auch ein paar Offline-Tools wie in Zeitungsartikel und andere Dinge. Und oftmals ist ja die Problematik, vor dem Event macht Marketing was und nach dem Event soll der Vertrieb oder was tun. Jetzt ist die Zielsetzung auch danach gleich ein gutes Follow-up zu machen, eine Dankes-E-Mail rauszuschicken
Follow-up-Inhalte zu dem Seminar dann zu senden, die Termine, die abgeschlossen werden, zu befolgen. Und da kommt man dann Richtung ROI, auch für einen simplen Handwerker, der 30 Leute bei so einem Event hat und nur vielleicht 5 oder so Termine bekommt, aber im Follow-up dann mit den Leuten nochmal in Kontakt ist und dann nochmal 10 Termine oder sowas danach kreieren kann, weil die Leute nicht sofort bereit waren, einen Termin zu machen oder so. Anderes Beispiel ist ein White Paper runterzuladen. Ich weiß nicht, wie macht ihr das heute ohne Automatisierung im Joomla-Bereich? Ja, okay, es gibt ja noch einige E-Mail-Systeme, wo ich dann einfach machen kann. New Subscribers, die kriegen automatisch dann eben halt eine E-Mail. Ja. Und da kannst du dann eben halt auch einen Link bauen und eben halt platzieren, den du dann eben halt auch wieder tracken kannst. Also das ist dann auch so eine SaaS-Lösung wie ein Mailchimp oder andere Lösungen. Genau, ja. Das AC Mailing in der Pro-Version kann das. Oder in, sein, genau. In also, ja, genau. Das wäre jetzt eine Interims sozusagen Lösung. Also, Ja, also in dem Bereich habt ihr ja vorhin gesehen, ein Asset hochzuladen, eine E-Mail-Kampagne zu starten, die Formulare und dann die Follow-ups anzulegen, ist relativ simpel. Sagen wir, in 10 Minuten kann man das, vielleicht auch 5 Minuten, wenn man schnell ist, kreieren und hat dann praktisch einen robusten Prozess, alles unter einer schönen, sagen wir, Domain, die eigene Domain dann auch sein kann. Hier als Beispiel, wer sich auch für sowas interessiert, kann das White Paper auch gerne mal anschauen. Es ist zu dem Thema Inbound Marketing und den Prozess, den ich nachher noch kurz erklären will, wie man da auch dann hinkommt. Anderes Beispiel im Bereich Interessentenkonvertierung. Da könnte ich mal kurz nochmal wieder online gehen, um das ein bisschen klarer darzustellen. Hat natürlich Pros und Cons, muss man schauen. Aber das ist ein Gated Video. Das Konzept dahinter ist, eine E-Mail-Adresse zu generieren für einen hochwertigen Inhalt, sprich ein Video. Das ist jetzt auch im Handwerkerbereich, wer sich schon mal mit dem Hype-System auseinandergesetzt hat, dann fängt hier mal an zu klicken und klacken, hat vielleicht schon mal vom hydraulischen Ausgleich gehört. Das ist jetzt ein Video auf einer Landingpage, kann der Kunde sich ein bisschen informieren, wie das so funktioniert. Und marketingtechnisch funktioniert das so, Video auf einer Landingpage wird unterbrochen nach 10, 15 Sekunden, wird ein Formular hochgeschoben, wenn er ein Video zu Ende schauen will, muss er die E-Mail-Adresse und Namen angeben. Die Möglichkeit von da aus die Datenschutzerklärung zu lesen? Also ich habe jetzt das nicht voll ausgefüllt, aber theoretisch kann ich hier draufklicken und könnte sie theoretisch lesen, da ist eine Checkbox drin. Ist natürlich ein Thema, aber da referiere ich zu dem Kollegen, der es gestern im Detail so ein bisschen behandelt hat. Natürlich kann ich da noch ein paar andere Sachen machen, was auch Doppel-Opt-in für Newsletter-Sign-Ups betrifft, aber hier war erstmal das Ziel, die Funktionalität hier zu zeigen. Kann ich nachher vielleicht nochmal kurz in Realität zeigen. E-Mail-Kampagnen-Beispiele, ich habe ein paar erwähnt, die Trip-Kampagnen auch gezeigt. Eine Trigger-Kampagne wäre zum Beispiel, ein Event kreiert praktisch einen Trigger, um eine E-Mail zu versenden. Sprich, wenn jemand eine spezifische Seite besucht hat, natürlich auch datenschutztechnisch den Opt-in schon mal gemacht hat, könnte hier eine E-Mail bekommen zu dem spezifischen Thema. Also ein bisschen ähnlich wie Remarketing im Ad-Bereich, hier jetzt über eine E-Mail-Möglichkeit. Aber es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man E-Mails natürlich dann benutzen kann, also nicht nur als Newsletter, sondern auch wie die genannten Trip- und Trigger-Kampagnen oder verschiedene Lead-Nurturing-Pflege-Kampagnen für spezifische Events, Messeneinladungen, Seminareinladungen, Webinareinladungen oder dann auch zum Upsell, Cross-Sell von verschiedenen Möglichkeiten im Produkt- und Dienstleistungsbereich. Oder Reaktivierungskampagnen, vorausgesetzt immer wieder die Datenschutz-Compliance in dem Bereich. Mal ein Beispiel für Newsletter und die zwei Dinge so ein bisschen zusammenzubringen, sprich Leadpflege und Qualifizierung, Webseite wieder als zentrales Element und dann natürlich die Verlinkung im Newsletter zu spezifischen Bereichen, Landingpages auf der Webseite,
und das dann im Hintergrund natürlich zu monitoren, wer sich dafür welche Themen dann auch interessiert, gibt dann auch schon wieder gewisse Elemente im Lead Scoring, um die Leads dann zu qualifizieren und mit wem dann eher in Kontakt zu treten oder mit wem dann nicht so in Kontakt zu treten, was Priorisierung oder so betrifft. Also Effektivität, Produktivität wieder im Vordergrund. Den Kampagnen-Workflow, das ist jetzt ein bisschen anders hier. Also über einen längeren Zeitraum praktisch die Leads da wieder zu pflegen, zu spezifischen Themen. Das waren so fünf Beispiele. Und jetzt ist die Frage, wie kommt man da überhaupt hin? Weil ich kann jetzt eine Marketing-Plattform implementieren, aber wir sind dann alles Marketeers, wir müssen dann auch noch einen gewissen anderen Prozess noch befolgen. Und das ist so ein bisschen der Prozess in 7 Schritten. Muss natürlich auch Marketingziele erstmal definieren. Bin ich eher an Akquise interessiert oder mehr an der Kundenbindung oder was sind meine spezifischen Marketingprobleme? Liegt es vielleicht in der Konvertierung? Bekomme ich genügend Traffic auf die Webseite, aber die konvertieren nicht? Dann weiß ich, mein Ziel hier ist, ich brauche irgendwelche Lead-Magneten, also Marketingziele festlegen. Dann natürlich Nummer 2, die Buyer Persona zu definieren und die Customer Journey so ein bisschen abzubilden. Das sind jetzt alles so ein paar Anglizismen. Die Buyer Journey, wer kennt den Begriff? Noch nicht so. Also im Prinzip sind es wieder die Kaufphasen, die ein Kunde durchläuft. Beispiel, ich bin im Consumer-Bereich, ich will ein Heizsystem kaufen oder ein Bad modernisieren. Wie kaufe ich jetzt? Wie selektiere ich meinen Dienstleister, meinen Handwerker oder im B2B-Bereich Industrie? Wer ist da? Wie kauft mein Kunde? Und da ist die Rechnung oder die Kennzahlen sind 60-80%, je nach Branche und so weiter. Macht oder hat schon die Informationen, bevor sie überhaupt mal mit einer Firma oder einer Marke dann überhaupt oder mit dem Sales Representative überhaupt mal in Kontakt kommen. Also die Entscheidung, die wird heute über Google eingeleitet. Sprich, Suchmaschinenoptimierung ist dann relativ wichtig. Also man muss den Kaufprozess und die Kaufphasen dann auch verstehen, wie der Kunde tickt, wie der Kunde kauft und muss mit meinen Marketing-Tools und Instrumenten auch da sein, wo der Kunde ist. Stichpunkt soziale Medien. Welche sozialen Medien sind für mich relevant? Die sind relevant, wo sich meine Kunden dann auch oder potenziellen Kunden dann auch aufhalten. Also deswegen ist es wichtig, Buyer Persona zu definieren, die Customer Journey so ein bisschen abzubilden, damit ich auch dann im nächsten Schritt die Marketinginstrumente und die richtigen Kanäle dann auch einsetze. Sprich Suchmaschinenmarketing, E-Mail-Marketing, mobiles Marketing oder auch ein paar klassische Marketinginstrumente. Dann Schritt Nummer 4, Content ist natürlich essentiell, um gefunden zu werden. Also Text, Bild, Video, Animation und das dann in der richtigen Kaufphase dann anzubieten, ist da relativ wichtig. Also das ist eine interessante Matrix-Kombination. Also Content ist King, die Content zur richtigen Zeit an die richtige Person über den richtigen Kanal anzubieten, ist Core in einer guten Content-Strategie. Und dann Schritt Nummer 5 ist eben die ganze Lead-Management-Strategie. Die Schnittstellen zwischen Marketing und Vertrieb, die verschiedenen Kaufphasen abzubilden, meine Sales-Pipeline dementsprechend abzubilden. Dann kann ich irgendwann mal sagen, ich schmeiße 100 Kontakte oben rein und in meinem Prozess kommen dann immer 10 Kunden unten raus. Und wenn ich da mal gewisse Kennzahlen habe, dann kann ich auch sagen, hey, über die Marketinginstrumente generiere ich noch mehr, dann habe ich irgendwann mal 1000 und kommen vielleicht unten 100 raus. Oder ich habe irgendwo einen Bruch in meiner Qualifizierung. Und dann kann ich da ansetzen und kann sagen, die konvertieren nicht. Ich generiere genügend Interessenten, aber die konvertieren nicht. Wo fehlt's? Oder die Übergabe zwischen Marketing und Vertrieb funktioniert nicht. Da gibt es einen Bruch und das sind solche Dinge, die ich da in der Lead-Management-Strategie definieren muss und dann nachher in den Systemen dann auch abbilden muss und dann auch über Messbarkeit
dann einfordern muss, damit die Qualität dann auch stimmt. Und dann erst in Schritt 6 kann man eine Marketing-Automatisierungsplattform selektieren, implementieren und ein bisschen Spaß damit haben. Und viel mehr Spaß kommt dann natürlich in Schritt 7, wenn man dann auch, sag mal, in der Analyse dann sieht, wie es funktioniert. Also, ich komme dann zum Ende. So ein bisschen das Resümee ist, verschlafen deutsche Unternehmen Marketing Automation, das muss nicht sein, aber zu wenig nutzen die Vorteile vom digitalen Marketing, geschweige denn sind schon dabei, sagen wir, in dem Bereich Marketing Automation überhaupt sich umzuschauen. Es gibt eben jetzt neuere, innovative und kostengünstige Möglichkeiten in der Kundenakquisition und in der Bindung mit solchen Tools, neue Kunden zu generieren oder langfristig zu binden. Marketing muss nicht eine Kostenstelle sein. Marketing kann sich Richtung Profit Center dann auch bewegen. Produktivität und Effektivität ist natürlich ein Thema und auch, sag mal, die Qualität der Marketinginstrumente oder die Marketingqualität im Unternehmen kann durch solche Tools auch ein bisschen erhöht werden. Interessant natürlich dann auch für Agenturen, den Unternehmen dann zu helfen in dem Bereich, und ultimativ sollte es natürlich auch mehr Umsatz und einen größeren Profit geben. Wer sich für die Themen noch ein bisschen interessiert, kann gerne mal ein paar Whitepaper noch runterladen, ein paar Blogartikel zu den Themen lesen auf der Webseite shifumarketing.com. Ansonsten, falls es ein paar Fragen gibt, hier sind meine Kontaktdetails oder konkret hier noch ein paar Fragen. Wir haben noch 2-3 Minuten vielleicht Zeit. Die eine Seite davor wäre nochmal nett. Das gibt es ja dann auch nochmal im Video. Ist ein bisschen verkürzt mit ansonsten. Aber auch in den Videos hier URL zu erkennen, das kann manchmal ein bisschen. Ja, ansonsten auf die Webseite gehen. Die einfach im Blogbereich sind die ganzen Banners für ein paar White Papers auch drauf. Was heißt eigentlich Shifu? Kann es jemand? Weiß jemand? Hat jemand Kinder? Ja, okay. Hat jemand, war schon mal in Asien? Shifu als Meister, also Lehrer. Aber Shifu heißt genau Meister, Lehrer. Das kommt aus dem Chinesischen, ja. Aber wer schon mal Kung Fu Panda angeschaut hat, der kennt vielleicht den Master Shifu. Ist auch so ein bisschen. Aber ist ja immer schwierig, eine URL zu bekommen, und das war so ein Thema. Shifu hat ein bisschen eine Konnotation. Und Marketing, und die Domain gab es im .com.de und mit Hyphen und ohne Hyphen. Und so kam das dann zustande. Sonst noch Fragen? Jetzt noch nur eine letzte. Am Anfang, Marketing Automation war vielleicht noch ein bisschen ein neues Gebiet. Wer fühlt sich jetzt da ein bisschen schlauer als davor? Was mich aber noch interessiert hätte, wie man Plattformen, sage ich mal, in verschiedene Sites einbindet. Das wäre nochmal interessant gewesen. Ja, also für Joomla gibt es, für Joomla oder WordPress oder andere CMS, ist auch Typo 3, gibt es ein Plugin für die meisten Softwaren. Und durch den Plugin kann man dann auch einfach die Formulare einbinden. Ja. Und entweder über, also gibt drei Möglichkeiten, direkt den Code reinzuschmeißen mit ein bisschen CSS, damit man noch ein bisschen ein paar Veränderungen vornehmen kann, was Buttons und Felder und sowas betrifft. Aber ist relativ simpel. Ist für die gängigen Open Source Lösungen. Ja. Ja. Wie sieht das eigentlich aus mit den datenschutzrechtlichen Geschichten, weil Marketing Cloud Plattform ist theoretisch ja oder ist wieder anderer Service Provider als die eigene Website, und ich meine, da gibt es verschiedene Elemente, was Vertragsrecht und was natürlich Datenschutzrecht und Wettbewerbsrecht betrifft. Gab es ja gestern zwei interessante Vorlesungen in dem Bereich. Natürlich sind viele Dinge, sagen wir, betroffen, was E-Mail-Marketing betrifft, Doppel-Opt-in-Prozess und da die Problematik. Natürlich
die Formulare, die natürlich personenbezogenen Daten einsammeln und natürlich dann auch die Verarbeitung der personenbezogenen Daten und dann später die Zurverfügungstellung, die Löschung von den Daten. Also da ist man dann voll drin im DSGV, das 2018 im Mai dann relevant wird für die Themen. Und ist schon ein schwieriges Thema, vor allem dann auch, was das ganze Lead-Management oder Lead-Generierung betrifft, sogar Messe-Kontakt-Daten, sprich Business-Karten, bräuchte ich theoretisch auch eine Einwilligung, um mit denen dann in E-Mail-Kontakt zu treten und so weiter. Also schon ein komplexes Thema, aber da muss ich wirklich an die rechtliche Seite verweisen und die Vorträge, die in den letzten zwei Tagen da drüber gegeben wurden. Da noch eine? Ja, die Lösung, die Sie gezeigt haben, ist das irgendwas Gemeinschaftliches oder ist das eine Eigenentwicklung? Ja, da können wir halt privat drüber reden, da will ich jetzt nicht zu viel drüber sagen, ist auch auf Video und im ganzen Web präsent, ja. Ich kriege hier das Zeichen. Also ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und für die interessanten Fragen. Ich hoffe, das hat ein paar Ideen getriggert. Für Fragen kommt auf mich zu. Danke euch. Ja.